Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionshandel, unserem YouTube-Kanal für Handel mit Optionen und auch alles andere, was mit dem erfolgreichen Handel zu tun hat. Und heute, man sieht, ich habe einen Gast. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, ja. Martin hat vielleicht schon der ein oder andere schon mal hier auf YouTube gesehen. Und wer der Martin ist, was er so macht, all das jetzt im Video. Also Martin, wir kennen uns jetzt, ich glaube, ungefähr ein Jahr. Plus minus, ja. Plus minus, ne? So richtig, ungefähr, genau. So genau. Ungefähr ein Jahr. Genau. Wir haben uns mal kennengelernt und zwar, ich habe ein Video von dir gesehen. Genau. Ich bin ja auch so ein Suchender, also ich gucke ja auch immer im Internet so ein bisschen rum, was gibt es alles noch so. Und irgendwann bin ich über ein Video von dir gestolpert, über deinen Videokanal. Du hast also auch einen Kanal und da ging es um Optionen und dann hat mir das ganz gut gefallen, dann haben wir Kontakt aufgenommen, haben uns nochmal getroffen und seitdem sind wir so ein bisschen im losen Kontakt. Richtig. Und damit ich unsere Zuschauer erstmal kennenlerne, erzähl ganz kurz was über dich. Wo kommst du her, geboren, wieso, weshalb, warum? Geboren bin ich. Ja. Ich bin in Tschechien geboren, 1969, bin ein 69er Jahrgang und bin mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen und zuerst nach Baden-Baden. Dann in Karlsruhe, also Karlsruhe ist eigentlich meine Stadt, ne? Also meine Heimatstadt sozusagen. Und von Natur aus, wie gesagt, bin ich BWLer, ich habe BWL studiert, zunächst in Duisburg. Da habe ich damals, das war 1994, so ein neuer Studiengang, zuerst versucht, Ostasienwissenschaften zu studieren, spreche Japanisch. Ich wollte was Besonderes machen, ja. 4 Jahre Japanisch studiert. Und dazu noch Geografie BWL. Das Problem war aber damals natürlich, hast du das Problem gehabt, ich war so im Niemandsland. Das heißt, die deutsche Firmen, die einen Ingenieur nach Japan geschickt haben, die haben gesagt, wir brauchen dich nicht, du bist kein Ingenieur. Ja? Und Sprachwissenschaftler wurden weder von japanischen noch von deutschen Firmen eingesetzt. Da habe ich gesagt, gut, bleibt nichts anderes übrig, mache ich halt nur BWL. Habe ich in Mannheim beendet und habe danach in einer Unternehmensberatung im Bereich strategisches Management, strategisches Marketing gearbeitet. Und damals war dieser neue Markt, weißt du doch, alle waren richtig heiß, welche Aktie läuft morgen. 1996, historischer Börsengang bei Telekom. Ja genau, das war ein paar Jahre später, aber da war richtig Action. Und dort, wo ich gearbeitet habe, in Bad Homburg, war oben drüber ein Broker. Ja, ich habe nicht genau gewusst, was die machen. Ja, ich habe nur den Chef immer gesehen, dass der raufgeht und habe einfach mal gefragt, was denn meine, welche Aktien nächste Woche laufen wird. Ja, hat er mich so ein bisschen angelächelt und hat gesagt, komm mal rauf. Dann bin ich mal hochgekommen und da war so ein Handelsraum, den du auch so hast, oder so Bildschirm. Und da habe ich nochmal gefragt, ja, welche Aktien laufen. Und dann bin ich alle so ein bisschen angegrinst und habe gesagt, ja, wir machen hier Sojabohnenoptionen und Kaffeeoptionen und so. Und dann habe ich gesagt, kann man damit Geld verdienen? Soja. Habe dann so einen Kind aus dem Essen, aber dass man mit Geld verdienen kann, keine Ahnung. Ja. Und hat mich trotzdem fasziniert. Ja. Und es war halt, mein Alltag war so, wir haben uns dann angefreundet. Es war eher, also jetzt kein offizielles Anstellungsverhältnis, aber ich durfte immer da sitzen, ich durfte immer über die Schultern schauen. Habe morgens um 8 Uhr bei der Unternehmensberatung gearbeitet und um 18, 19 Uhr nach oben, wegen der amerikanischen Zeit, also bis 22, 23 Uhr. Und habe halt den Jungs über die Schulter geschaut. Ja, und der damalige Mentor, er selbst war Händler, also war ein Pitt in Chicago, hat dort, die heißen auch Conservative Concept, gibt es eigentlich auch noch, haben sich glaube ich ein bisschen verändert. Und ja, die haben wie gesagt mit Communities gehandelt und da habe ich eigentlich gelernt, was Optionen sind, was Märkte sind, wie man strategisch diese Instrumente benutzt, um Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Habe ich auch vorher immer gedacht, Optionen, damals, weißt du noch, SAP und 500% die Woche gemacht, ja, da hat man eher so ein falsches Bild gehabt, so was Risiko. Und da habe ich aber gelernt, nee, der setzt die Instrumente ganz anders ein. Das fand ich total spannend. Habe da vielleicht auch so ein bisschen eine Affinität gewonnen, habe 2 Jahre, 3 Jahre dort wirklich gelernt, in die Schule geschaut, wie die Märkte funktionieren, selber Geld gewonnen und verloren. Da habe ich ungefähr 30.000 Euro Kurs bezahlt, was Zeitwert betrifft, weil an die Börse bezahlt, weil der Herr Hasenflock hat mir aus 4.000 damals, in 2-3 Monaten haben wir ja, so 20, 25.000, 30.000 hatte ich auf dem Konto als junger Mann, super.
rechne ich hoch, ja, diese bekannte Rechnung, das mache ich noch viermal, da bin ich Millionär, prima, ja, brauche nicht mehr arbeiten, tolles Auto, schöne Frauen. Dann habe ich heimlich bei Fimatex, also heute Onista, damals Fimatex, heimlich mir ja, 20.000, die gleiche Option nochmal reingesteckt, die allerdings nur eine Laufzeit von 10 Tagen hatten. Und damals hatte der Broker, was er gar nicht durfte, ne? Ich habe da angerufen und gesagt, ich möchte, und dann hat er mich dreimal gefragt, sind Sie sicher, dass Sie diese, und ich habe gesagt, ja. Sind Sie sicher, dass, und dann noch einmal, und dann war ich so wild, ne? Dass ich dann eben festgestellt habe, upsala, das Konto ist plötzlich wenig, also ist nicht leer. Okay. Und habe es natürlich dann nicht gesagt, ja, habe ich nicht getraut, und dann habe ich so blöd gefragt, wie ist denn das eigentlich mit den Optionen? Und hat gesagt, ja, und die verfallen, was ist ein Verfall? Ach, und so, ah, ja, hätte ich mir die Frage früher gestellt, hätte ich vielleicht den Fehler woanders gemacht. Ja, das sagen wir so, ich glaube, diese Lektion braucht jeder, dass man einfach merkt, dass man dieses Geld wertschätzt, und das ist vielleicht auch die Geschwindigkeit, das haben wir, glaube ich, auch vorher mal besprochen, dass jeder Mensch auch so eine Entwicklung braucht, um sich an das Geld zu gewöhnen. Mhm. Für mich als junger Mann, 30.000, das war eigentlich so ein bisschen außerhalb meiner als Student, also kurz nach der Studentenzeit, D-Mark war damals schon gutes Geld, aber es war außerhalb meiner Komfortzone, und deswegen konnte ich nicht mit diesem Bewusstsein damit umgehen. Mhm. Das ist der Grund, warum ich es verloren habe. Das ist nicht der Grund, dass ich die falsche Option gekauft habe, es war meine Einstellung. Ja. Ja, dass ich einfach gesagt habe, ach, ich mache das. Und das ist eben das, was, glaube ich, auch die Zuschauer, also was wichtig ist, den Zuschauern auch zu sagen, dass eben das Wachsen mit dem Geld, mit dem Markt. Wir sind ja vorhin auf das Thema gekommen, richtig, weil wir uns über diesen Fußball unterhalten haben. Richtig. Es war jetzt kürzlich irgendwie in den Nachrichten, ein paar Tage her, dass irgendein Fußballprofi hat wohl in einem Taxi 75.000 Euro liegen lassen. Ja, und da fragt man sich auch, wie viel Geld muss man haben und wie leichtsinnig muss man sein, richtig, um erstens 75.000 Euro bar mit sich herumzutragen und dann auch so blöd zu sein, das im Taxi liegen zu lassen. Richtig. Aber wahrscheinlich zu schnell zu viel Geld gekommen. Richtig, das ist genau die gleiche Haltung. Er hat, vielleicht war er jung, kam aus dem Studentenleben und so, plötzlich Fußballvertrag, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, aber höchstwahrscheinlich hat er 1 Million verdient, war außerhalb seiner Zone und das sind 70.000. Vielleicht werden jetzt ganz viele lachen, weil es sind fast 1 Million für die 5 Millionen im Jahr. Das ist es. Wir beide Augen uns jetzt geworden als totale Fußballvollidioten. So, wir machen das falsch mit den Optionen. Aber Fußball soll auch nicht unser Thema sein. Ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, nämlich wir haben ungefähr zur selben Zeit angefangen, also so Mitte der 90er Jahre. Mhm. Und du hattest einen Mentor, richtig, von dem du viel gelernt hast. Ich hatte das ja auch. Und interessanterweise, wenn man ganz ehrlich ist, was bei dir als auch bei mir Zufall, dass wir bei Optionen gelandet sind. Mhm. Weil wenn das bei dir damals ein guter Aktienhändler gewesen wäre, dann würdest du wahrscheinlich heute Aktien handeln. Und bei mir war es genauso. Ne? Also ein guter Freund, Market Maker an der Eurex, lernt mir alles über Optionen. Richtig. Derselbe gute Freund ist ein guter Bondhändler. Ich heute 20 Jahre später handle Bonds. Mhm. Ja. Das muss man sagen, es ist wirklich oftmals Zufall, auch, was einem da dahin bringt. Richtig, ja? Genau. Jetzt haben wir uns ja kennengelernt, weil, ich habe schon gesagt, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, wo du Videos veröffentlicht über den Optionshandel. Genau. Wir machen euch auch mal einen Link hier unter das Video, verlinken das. Abonniert diesen Kanal, das lohnt sich wirklich. Ja. Ich sage zwar dem Martin immer, er soll nicht so viel Wissen preisgeben, er macht es trotzdem. Ja, ich bin